Hallo, liebe Freunde, heute wollen wir uns wieder ein neues Abenteuer in der Luft ansehen mit IL-2 Sturmovik. Und wir werden auch nicht lange rumreden, sondern gleich hineinstürzen. Viel Vergnügen und viel Freude. Ich fliege natürlich in VR wie immer. So, heute werden wir mit einer P-40 von dem Lend-Lease-Programm der Russen mit den geliehenen oder geleasten Flugzeugen der Amerikaner, einer P-40 also, von Lazarevskoje hier starten und mit anderen Flugzeugen MiG-3s, die einen Übungsflug absolvieren, werden wir gemeinsam starten, aber wir werden dann in den Ash-Fluss hineinbiegen und unser Ziel suchen, das beim letzten Flug mit der Spitfire durch Intel-Aufklärungsfotos festgestellt wurde, dass sich hier ungefähr befindet. Dieses Ziel müssen wir zerstören. Es kann aber sein, und das belegen einige Intel-Reports der letzten Zeit, dass sich hier Flak aufgebaut hat oder Flak befindet, die uns natürlich daran hindern wollen, das Ziel zu bekämpfen. Gut, wollen wir mal loslegen und sehen, was passiert. So, da stehen die MiGs. Ich lasse mal die Triebwerke an. So, in VR muss man immer mal das Cockpit zentrieren. Dafür habe ich einen besonderen Knopf am Hotas. Ich fliege hier mit dem Warthog Hotas, der sich sehr gut eignet. Und ich werde in Voice Attack fliegen. Das heißt, einige Kommandos werde ich in Englisch geben, die für Voice Attack gemeint sind. Zum Beispiel Outside. Outside. Und schon haben wir einen Blick nach draußen. Cockpit. Cockpit. Navigation Light. Okay. Cockpit Light. Cockpit Light. So viel Licht brauchen wir nicht im Cockpit. Flyby. Cockpit. So, die Motoren laufen. Ich bekomme das grüne Signal. Aber die MiGs sind in der Luft. Ich werde mich mal dazu mischen. Der erste MiG ist jedenfalls in der Luft. Ich bin ja unabhängig davon. Nase etwas runter. Geschwindigkeit aufbauen. 100 Knoten. Meilen pro Stunde und 150 fast, wir können hochziehen. Wir haben eine 500 Kilo Bombe dabei, ganz schönes Gewicht. Fahrwerk einfahren, Outside, gut, das Fahrwerk fährt ein, Cockpit. Ich werde mal die Kanzel schließen. Ist etwas ruhiger. So. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da vorne
der Ash River oder wenn es russisch ausgesprochen wird, vielleicht Asche River. Ja, den kennen wir ja schon von der, vom letzten Erkundungsflug mit der Spitfire. Die Navigationslichter sollten mal ausgemacht werden. Navigation Light. So, und hinein ins Tal der Asche. Flyby. Cockpit. Bin mal gespannt, ob uns hier Flugabwehrfeuer erwartet. Enemy Ground. Oha, da ist etwas. Cockpit. Cockpit. Oh, oh, oh. Man schießt hier scharf auf mich. Sollten wir vielleicht dem Fluss in gewisser Distanz folgen. Aber wir müssen uns natürlich gefasst machen darauf, dass unser Ziel... Oh, 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 die Flak schießt wie wild. Dass unser Ziel natürlich genauso gut verteidigt ist. Bester Angriff. Oh, wow, wow. Der beste Angriff ist natürlich den, den man überlebt. Von hier aus hat man eine beste Angriffsposition, aber man schießt auf uns. Ja, 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 jetzt bin ich aber getroffen. Eject. Eject. Schon liegen wir am Boden. Enemy Ground. Aha. Schaden haben wir schon angerichtet. Aber wir liegen irgendwo im Wald. Dann müssen wir einen neuen Versuch wagen. Da kommt der Asche River schon in Sicht. Dem werden wir jetzt folgen. Aber aus der schmerzlichen Erfahrung von eben müssen wir uns eine andere Taktik ausdenken. Um nicht wieder in das Flugabwehrfeuer zu geraten. Big Map. Big Map.
wir dem Fluss folgen, kommen wir garantiert ins Abwehrfeuer. Ich werde mal unser Ziel von der anderen Seite aus anfliegen. In der Hoffnung, dass wir da unbeschoren davonkommen. Hinter dieser Bergkette nach rechts müsste unser Ziel sein. Da unten ist die Flugabwehr installiert. Schießt auch schon. Diese Entfernung, oh la la. Wir werden es versuchen. So, jetzt nicht zu hoch steigen. Big Map. Big Map. Das scheint unser Ziel zu sein. Raus. So, und weg, nix wie weg. Friendly Bomb. Ja, ist wahrscheinlich schon detoniert. Ah, wir haben einen Truck erwischt. Das sieht nach gelungener Operation aus. Jetzt sollten wir ohne Löcher in der Herzscheidewand wieder nach Hause kommen. Oh, meine Navigationslichter sind noch an. Navigation Light. Navigation Light. Cockpit Light. Cockpit Light. Da muss ich beim Voice Detect nochmal nacharbeiten. Immer wenn ich die Navigationslichter ein- oder ausschalte, schaltet sie auch das Cockpit-Beleuchtung ein. Muss ich analysieren. So, dann mal zurück nach Lazarevskoje. Lazarevskovo oder sowas. Ich werde es schon finden. Hauptsache, die Cockpithaube wird mir nicht durchlöchert. Kann ich aber mal aufmachen, damit ich frische Luft kriege. Ach, atmet sich doch schon viel besser im VR. Ah, frische Luft. So, 300 Meilen pro Stunde. 1700 Fuß. Gut, gut. Unsere Basis müsste südlich von uns sein.
wollen wir den Vogel mal in einem Stück nach unten bringen. Na, da haben wir aber einen großen Bogen gedreht. Big Map. Big Map. Hier kommt der Asche River aus der Don Lazarevskoje. Big Map. Flyby. Cockpit. Asche River. Hier fing es an. Diesmal haben wir keine Schäden davongetragen. Wunderbar, wunderbar. Müssen wir nur noch heil runterkommen. Bisschen Flaps, Fahrwerk raus, wir kommen direkt von hier rein. Flaps voll, Geschwindigkeit, jawohl, das geht noch. Fahrwerk ist draußen, höre ich gerade. Und weich aufsetzen, bitte. Naja, Bouncing. Jetzt nicht mit einer der Mix kollidieren, dann könnten wir es geschafft haben. Ah, der Kommandeur ist auch schon da. Wir wissen, wie es gelaufen ist. Outside. Da, war ich, Kommandant. Wir haben sie erwischt, wir haben sie erwischt. Flaps rein. Cockpit. Engine aus. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Abenteuer. Euer BK.